Entschuldigung, das wurde gerade verschluckt, wie du gemeint hast. Meine Leitung hakelt immer noch so ein bisschen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was los ist. Auf jeden Fall, Monkey Island 3 ist mein Lied. Ich liebe diesen Teil. Unendlich. Ich suche den auch regelmäßig. Und ganz ehrlich, wo ich jetzt also das Intro schon gesehen habe, ich werde nachher wieder installieren und wieder spielen. Ganz ehrlich. Da hält mich jetzt. Ich bin froh, wenn das hier vorbei ist, damit ich anfangen kann. ja, die Damit auch Grafik von. endlich deine Leitung wahrscheinlich vernünftig funktioniert, oder? Ja. die Grafik ist der Hammer, die Musik von dem Spiel ist der Hammer, der Humor ist der Hammer. Die vereinfachte Steuerung hat mir sehr zugesagt, im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen dann. Und wirklich, ganz ehrlich, wenn ihr Monkey Island spielen wollt, holt euch auf jeden Fall die drei, spielt die drei, es lohnt sich. Es ist für mich das beste Monkey Island, was jemals rausgekommen ist. Inklusive des ersten Teils, ja, ganz ehrlich, es ist für mich das Monkey Island. Metzel wird dazu was wahrscheinlich ein bisschen anders sagen, aber na gut, Metzel. Nee, 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 Teil 3, stimme ich dir vollkommen zu, ist einfach der geilste. Und Monkey Island für richtige Hardcore-Fans, die dies kennen, existiert auch nur in drei Teilen. Alles, was danach folgte, existiert einfach nicht. Das ist so wie bei Dragon Ball, das endete mit Dragon Ball Z. Was weiteres gab es nicht. Niemals, bevor Super rauskam. Darüber lässt sich doch streiten. Nee, aber wie gesagt, Monkey Island 3, ah, dieser Cartoon-Look, diese Animationen dabei, also da war echt der Witz. Und vor allem, da ist mein Lieblingsdämonen-Totenkopf dann zum ersten Mal aufgekreuzt. Mary, der dämonische, sprechende Totenschädel, der dann irgendwie von irgendwelchen Voodoo-Kids bei der Voodoo-Mama auf den Pfahl gesetzt wurde und dann nicht mehr runterkam. Fürs Erste. Sehr schön, einfach nur. Ach ja, und weil sie so schön guckt. G-Lock, wo hättest du denn am liebsten den Mary aufgespießt? Ach, Murray fand ich eigentlich ganz nett. Den hätte ich am liebsten immer dabei gehabt. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn der immer irgendwie kommentiert, was Guybrush gerade tut oder so. Das hätte er bestimmt auch gerne gemacht, aber Guybrush konnte ihn ja nicht so gut leiden. Ja, jetzt zu Monkey Island 3. Erstmal in diesem Intro fand ich jetzt wirklich gut, das ist so Guybrush, da zu sitzen und sich selbst zu bemitleiden, während das Essen und das Trinken an ihm vorbeifährt und der überhaupt nichts mehr. Das ist so Guybrush. Der ist wirklich süß, aber nicht der hellste. Ne, sagt ja auch Herman Toothroot über ihn, ein guter Junge, aber so helle wie verbrannter Toast. Das passt sehr gut zu ihm. Zu Monkey Island 3 muss ich sagen, es ist nicht mein Lieblingsspiel aus der Reihe, aber es wird immer einen Platz in meinem Herzen haben wegen Murray, weil er da das erste Mal auftaucht und vor allen Dingen, weil es dieses Ende von Teil 2 aufhebt. Das hat mir nicht gefallen, dieses surreale Ende von Teil 2. Das mochte ich nicht. Also war ja irgendwie, dass Guybrush sich das dann alles, was in Teil 1 und 2 passiert ist, nur eingebildet haben sollte und er in Wirklichkeit ein kleiner Junge ist, der kleine Bruder von LeChuck ist und die dann da auf diesem Jahrmarkt sind. Das hat mir nicht gefallen. Ich weiß, Surrealismus ist Kunst und ich bin aber eine Kunstbanausin und mir hat das nicht so gut gefallen. Und deshalb finde ich Monkey Island 3 schon allein deshalb sehr wertvoll, weil es dieses Ende quasi negiert. Wer da durfte denn jetzt noch nicht? Der Dave, möchtest du was dazu sagen zum Intro? Ich fand das Huhn geil. Also in diesem Trailer muss man, also wie das auf dieser Kiste vorbeischwimmt. Ey, cool. Ja, wenn es eine Serie gab, geben würde, wäre natürlich mega geil. Ich meine, es hat ja auch Gehalt irgendwo, ne? Von der Story her sowieso. Und auch wenn es nur von der Community ein Projekt ist, die das irgendwie umsetzen könnte. Ich weiß ja nicht, ob es da hartgesottene gibt. Auf jeden Fall bei anderen Studios, da sieht man es immer wieder, ist die Community so stark, dass sie da auch eigene Projekte mit reinbringen können. Aber wie schon gesagt worden ist, das liegt in den Sternen, kann vielleicht Wirklichkeit werden, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ich fände es cool, aber nur, wenn das Huhn dabei ist. Oder, Metzel? wie hieß es? El Diablo, das dämonische El Riesenhühnchen. Pollo Diablo, verdammt. Das dämonische Riesenhühnchen. Hey, gerade mal in den Chat gucken, der gute Jojo schreibt, Monkey Island 3 war an sich nicht schlecht, aber er hat die Scumbar vermisst. Ja, man kann ja leider nicht alles haben. Und zu unserem Thema eben, von wegen Dinge, die es nicht gibt, sagt er auch, ja, Scrubs Staffel 9 gibt es auch nicht. Oder Two and a Half Men, sobald der Kutscher dabei war, war es auch für die Füße. Und der gute Mattes findet auch, Teil 3 ist der allerbeste.
Liegt aber auch daran, weil es der einzige ist, den er je gespielt hat von den dreien. Naja, gut. So, ja, Tonno, deine Erfahrung mit Monkey Island 3? Ja, Monkey Island 3 war ich ja 97, da war ich schon ein gutes Stückchen älter. Und da habe ich mich aber auch genauso durchbeißen müssen durch die Rätselstellenweise. Ich sag nur irgendwie, versuch mal an den goldenen Zahn zu kommen, von dem Typen, der im Friseurladen sitzt. Ich fand aber auch diesen irischen Wettbewerb super mit dem, ich glaube, Kirschkern weitspucken, dann den Baumstamm werfen und es war halt großartig gemacht. Und es war halt dieser liebevolle, gezeichnete Stil und Metzel unterbricht mich. Bitteschön, Metzel. Kommt wunderschöne Erinnerung hoch. Der Weitwurf, ja. Du musstest gegen Haggis McMutton musstest du tatsächlich diesen irischen Wettbewerb machen im Baumstammweitwurf. Natürlich warst du die größte Niete da drin, es sei denn, du hast den Gummibaum genommen. Dann ist dein Baum so dermaßen weit bei irgendeinem anderen in das Hausdach reingeflogen. Beziehungsweise den anderen musstest du ja im Duell besiegen. Warum solltest du die Pistole auswählen? Du kannst doch auch alle Pistolenkoffer zuklappen, kannst das Banjo dahinter nehmen. Ist doch viel geiler, da ein bisschen abzurocken. Ah, da kommen wunderschöne Erinnerungen hoch. Wie lange habe ich damals getüftelt, bis ich gecheckt habe, dass man diese blöden Kanonenkoffer auch einfach zumachen kann, um das blöde Banjo zu nehmen. Einfach, ah, geil, dieser Lukas-Arts-Humor, einfach unbezahlbar. Ja, das Banjo, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ziemlich lange dran gesessen, bis ich dieses Banjo-Duell überhaupt gewonnen hatte. Ich hatte immer irgendwie die falschen Seiten gegriffen, totales Chaos. Aber die Shilok möchte auch gerade, sie hat gerade auch wieder frische Erinnerungen reinbekommen. Huch, ja, da bin ich. Wo der Metzel das gerade nochmal so rekapitulierte, was man alles machen musste mit Guybrush. Und das Coole war, man hat sich dann da durchgerätselt und dann war der mal 5 Sekunden alleine in irgendeiner Videosequenz. Und dann hat er irgendeinen Mist gebaut. Ne, man rettet sich irgendwie an Land, dann kann man ihn mal 5 Sekunden nicht steuern und er steckt Elaine einen verfluchten Ring an den Finger. 5 Sekunden passt man nicht auf den auf und er macht irgendeinen Mist. Und dann muss man das wieder in einem ganzen Kapitel ausbügeln. Aber es ist halt Guybrush, nicht wahr? Wir lieben ihn. Das war's auch. Ja, wir lieben ihn tatsächlich. Also das ist, glaube ich, nicht zu bestreiten. Dave wird ihn irgendwann noch lieben lernen. Hoffen wir zumindestens. Wie gesagt, Teil 1 und Teil 2 kann man in der Special Edition sich bei Steam holen. Gibt sogar auch einen günstigen Bundle, glaube ich sogar. Ist sehr schön aufgehübscht worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Special Edition ist sehr schön gelungen. Und man kann in der Special Edition auch zwischen der alten VGA-Grafik und der neuen Grafik durch einen Tastendruck wechseln. Man kann also das Originalspiel auch noch ein bisschen genießen, wenn man auf den Retro-Stil mal steht. Ich wünsche mir tatsächlich eine remasterte Version von Monkey Island 3, denn ich kriege nirgendwo den Teil irgendwie zu kaufen. Und wenn, ist das schweineteuer auf eBay. Vielleicht, weiß nicht, was? Kannst dir leihen, okay, das ist schön. Ich weiß nicht, es gibt ja gewisse Seiten, so wie Good Old Games zum Beispiel, wo die gerne mal so alte Klassiker dann runtergeladen werden können. Wer weiß, vielleicht ist Monkey Island 3 ja dort zu finden. Auf jeden Fall, Metzel geht, glaube ich, gerade Monkey Island 3 aus seinem Regal holen. Großartig, Monkey Island 1 und 2 habe ich. Jetzt kommen wir tatsächlich, bevor wir zum nächsten Teil kommen, nochmal auf Inhaltliches zu sprechen. Monkey Island 3, worum ging es eigentlich genau? Shilok hat es gerade angesprochen. Im Grunde fängt es damit an, dass Guybrush wieder total in die Scheiße greift. Und da ist auch schon das wunderschöne Cover von Monkey Island 3. Guybrush tritt total in die Scheiße, denkt, er hat total den geilen Ring gefunden. Und dann stellt sich raus, Scheiße, der Ring ist verflucht. Er hat auch die Hand von Elaine angehalten und sie wird zur Goldstatue. Ja. Und was dann alles auf ihn wartet, das wollen wir jetzt mal lieber nicht verraten, denn das könnt ihr ja selber rausfinden. Es ist auf jeden Fall wieder eine sehr durchgeknallte, kuriose Reise, die wiederum, glaube ich, auch in Teil 3 wieder Beleidigungsfechten. Ich glaube, in jedem Monkey Island gab es Beleidigungsfechten, oder? 1 und 2 erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Ja, in 3 auch. Da haben sie es nochmal auf die Palme getrieben. Ich glaube, Teil 3 hatte das schwerste Beleidigungsfechten von den Teilen. Das ist, wenn du letztendlich gegen den ich glaube, der wurde auch Kapitän Richelieu, hieß der, glaube ich. Der glatzköpfige Franzose, also dank dir, glatzköpfiger Franzose. Musstest vorher eine ganze Meute anderer Piraten besiegen, die Schätze klauen, bei einem kleinen, halsabschneiderischen Jungen deine Waffen aufbessern, wieder zurück aufs Schiff, die nächsten Piraten besiegen, das gesamte Beleidigungsfechten durchmachen, nur am Ende, um gegen Richelieu
mit komplett anderen Sätzen anzutreten. Der hat was komplett anderes gesagt, wie alles, was du vorher je gehört hast. Aber trotzdem mussten die Antworten irgendwie stimmen. Also das war hart. Aber leider kamen dann so einfache Dinge wie, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Na passt doch, du kämpfst wie eine dumme Kuh. Kam da leider nicht vor. Sie waren alle ein bisschen komplizierter, die Sätze. Ja, wie Schlock gerade schon in den Innenchat rein sagte, man musste reimen. Weil Richelieu hat im Grunde den gleichen Satz, im Grunde den gleichen Reim benutzt, aber mit einem komplett anderen Satz. Und man musste halt darauf dann reagieren und den richtigen Reim finden. Das ist vollkommen richtig. Den einzigen, daran erinnere ich mich jedes Mal. Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Oh, hoffentlich zerrst du mich nicht gleich ins Separé. Ach ja, herrlich. Oder du fädelst mit deinem Ding rum, mit deinem Spieß. Hoffentlich machst du irgendwie gleich Schachstück oder Chefsgebäck, keine Ahnung. Aber der Chat ist wieder da. Bitteschön. Ja, der Chat ist wieder da. Und zwar, der Jojo hat gerade noch eine wahrscheinlich sehr liebgewonnene Figur erwähnt, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Wer hält sich nicht an unseren liebenswerten Bootsarg-Versicherungsverkäufer, der gute Stan, der in jedem der Teile uns irgendeinen unnützen Mist verkaufen möchte. Ach ja, und dabei immer sein schönes Hemd anhat mit einer festgesetzten Karikatur da drauf und er hat sich einfach rund um dieses festgesetzt mit alles. Ja. Lebensversicherungspolice, sie müssen tot sein, da bitte. Moment, gut, Tonno wieder. Ja, richtig, das Hemd, das Karo-Muster war und das Karo-Muster ist immer gleich geblieben. Er hat sich einfach nur bewegt und das Karo-Muster war einfach da. Als ob er ein wandelnder Greenscreen gewesen wäre. ja, jetzt kommen wir zu etwas, was ich eigentlich gerne verschweigen würde, denn ich habe es damals nicht für gut befunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat sich Telltale, die ich eigentlich großartig finde. Ich meine, Telltale Games waren eigentlich alle großartig, aber hier haben sie leider für mich in die Scheiße gegriffen. Telltale hat nämlich Tales of Monkey Island uns gebracht und auch hierzu haben wir einen kleinen Trailer für euch parat. Viel Spaß dabei. So good of you to join us. Prepare to meet your frosty carbonated maker, LeChuck. Ahoy there, me hearty. No, my dude! That was the pox of LeChuck. Who the what now? What in the name of Satan's comb-over are you good for, you bloated old sea hag? What was that? Would you mind releasing my wife? She gets a little cranky when she's tied up for more than an hour or so. He be starting to get on me nerves, Geekwood. Booyah! Look out, LeChuck! Here comes Guybrush Threepwood's glowing sword of hot monkey vengeance! Ja, was soll ich dazu sagen? Hätten sie The Legend Continues, hätten sie Legende mal unangetastet gelassen. Das ist jedenfalls meine Meinung zu dem, was Telltale da gemacht hat. Es war der erste Versuch, Monkey Island in 3D quasi zu präsentieren. Ich hätte damals schon lieber gehabt, sie hätten es diesen schönen gezeichnete Optik aus Teil 3 behalten, denn die war halt wunderbar. Und man sieht es halt auch an Teilen wie Deponia zum Beispiel, dieses 2D funktioniert halt immer noch großartig. Es muss nicht alles, nur weil es neu ist, in 3D umgewandelt werden. Ich würde sagen, wenn das war als erstes das Wort. Dave, dein Eindruck auf den Trailer? Neuwertig. Das ist das Erste, was mir so bei anfällt. Im Stil von den anderen natürlich ein Unterschied. In erster Hinsicht technisch natürlich ein besserer Unterschied. Auch wenn mir vermutlich der größte Teil der eingefleischten Erstteile da nicht zustimmen werden.
aber ich kann ja nur das bewerten, was ich objektiv betrachten kann. Was ich ganz interessant finde, ist die Info, dass Daedalic Entertainment da damals als Publisher mit seine Finger im Spiel hatte, obwohl man ja von Daedalic ja nicht Schlechtes gewohnt ist in dem Sinne, weil sie als Indie-Entwickler auch schon ziemlich gute Sachen machen. Man darf sich mal an Deponia erinnern. Das sind auch Sachen, habe ich neue Augen etc. Da gibt es eine Fülle an Spielen, die genau das Gegenteil beweisen möchten. Daher der Trailer bzw. das Intro gut, finde ich gut. Sag von der Story jetzt nicht viel. Unterschied auf jeden Fall technisch gesehen. Aber was mich interessieren würde, wieso ist es schlechter? Wieso ist es mit den anderen beiden Teilen nicht zu vergleichen? Und was genau hat Daedalic damit zu schaffen gehabt? Ich springe einfach mal da gerade rein. Tonno, erinnere mich daran, dass wir nie wieder einen Redakteur in die Show einladen für solche Themen. Und bevor ich jetzt irgendwas jetzt sage, fällt mir noch ein, hat der gute Jojo noch was einzuwerfen? Etwas, was wir wohlweislich vergessen haben, denn Tales of Monkey Island ist ja eigentlich der fünfte Teil der Serie. Den vierten Teil kennen wir nicht, haben wir nie gesehen, wollen wir nie sehen. Werden wir hier nicht ansprechen. So, gut. Also, was ist an diesem Teil an Tales of Monkey Island schlecht? Monkey Island ist ein Spiel, eine Spielreihe, gerade das Point-and-Click-Adventure daraus, dem ist der Sprung ins 3D nicht besonders gut gelungen. Es sieht einfach extrem grottig aus. Die ganze Umgebung wirkt total leer. Die Witze sind bei weitem nicht das, was sich LucasArts dabei ausgedacht hat. Okay, wenn man jetzt sagen muss, was aus dem Trailer rausgeht, hier, könntest du bitte meine Frau losbinden? Sie wird immer ein bisschen grantig, wenn sie länger als eine Stunde lang festgebunden ist. Das sorgt schon für ein kleines Schmunzeln, aber es ist nicht mehr das, was es war. Die haben wirklich versucht, alle neue Technik zu benutzen und das kannst du bei solchen Spielen nicht machen. Jetzt, Deponia hätte bei weitem nicht so einen Erfolg, wenn das Ganze in moderner 3D-Grafik angefertigt wurde. Also ich muss sagen, ich habe auch noch kein 3D-Point-and-Click gesehen, was wirklich, wirklich gut war. Ein Point-and-Click funktioniert nur auf meiner Ansicht nach auf einer 2D oder auf einer 2,5D mit Hintergrund gehen und so weiter Ebene. Das kannst du nicht auf einer 3D-Ebene benutzen. 3D ist anderen Spielen vorbehalten, meiner Ansicht nach. Ja, und da der Metzler auch keine Überleitung macht, dieser fiese Map, lasse ich doch jetzt die Skilocke zu Wort kommen. Ja, danke schön. Also ich möchte einmal bemerken, ich lebe nicht in einem Universum, in dem die Teile 4 und 5 nicht existieren. Ich fand die gar nicht so schlimm. Ja, sie sind nicht so gut wie die ersten Teile. Aber ich finde, das Meckern an Monkey Island Spielen ist immer Meckern auf hohem Niveau. Denn ich hatte sehr viel Spaß beim Spielen von Monkey Island 4. Ich fand das gut, dieses Prallen der sauberen, tourismusgeeigneten Menschen auf die dreckigen Piraten, die ihre schmutzige, gewalttätige Welt verteidigen möchten, die Scum-Bar, die in eine Sushi-Bar verwandelt wird. Ich fand das unheimlich lustig. Also ich fand auch, da waren liebenswerte Charaktere bei, zum Beispiel diese Sushi-Kellnerin. Eine gute Wahl, wir müssen das sagen. Also ich fand die großartig. Und was mich genervt hat, waren so Logikfehler. Darf ich spoilern oder besser nicht? Ja, also dass jetzt zum Beispiel, die Spiele sind alt, da gibt es nichts mehr zu spoilern. Okay, also dass sich zum Beispiel rausstellt, dass der Herman Toothrot, dieser Einsiedler von Monkey Island, in Wahrheit Elaines verschollener Großvater ist, das hat mich ein bisschen genervt, weil das nicht sein kann. Das widerspricht dem, das, was wir in Monkey Island gelernt haben. Da finden wir ein Tagebuch, das beweist, dass es Herman Toothrot schon vorher gab. Sowas nervt mich dann immer, wenn der Kanon dann umgeschmissen wird, um irgendwelche neuen Sachen da einzubauen. Aber schlechte Spiele waren das meiner Ansicht nach nicht. Ich hatte sehr viel Spaß damit und fand die Rätsel auch ganz witzig. Aber das ist halt immer Geschmackssache. Fiegel, was denkst du über Monkey Island 4 und 5? Ja, ich muss mich da relativ anschließen, ganz ehrlich. In meinem Universum existieren die beiden Teile und ich fand sie jetzt auch nicht schlecht. Klar, mir hat das Herz unfassbar geblutet beim vierten Teil, dass diese geile Comic-Grafik halt eben wirklich nicht überlebt hat. Das fand ich unfassbar schade. Dann die veränderte Steuerung, die hat mich am Anfang ein bisschen sauer werden lassen, weil es war auf einmal Tastatursteuerung von Point-and-Click-Adventure. Es war eben kein Point-and-Click-Adventure mehr. Man hat
ist mit der Tastatur rumgelaufen. Ja gut, ansonsten haben mir die Spiele relativ gut gefallen. Ich habe sie allerdings nie durchgespielt, ganz ehrlich, weil dieser Punkt mit der Comic-Grafik, da hat es mir irgendwie unmöglich gemacht, da eben da so lange dran zu bleiben. Ja, vierter, fünfter Teil, kann sich lohnen. Ich warte sogar wirklich auf einen neuen. Ja, warum nicht? Ich hätte gerne einen neuen Monkey Island Teil. Ja, auch du, Shilo, guckst so traurig. dann Metzel. Es gibt keine guten 3D-Adventures. Grim Fandango, sage ich einfach nur mal. Das hast du außer Acht gelassen. Grim Fandango ist aber auch ja noch mehr, wirklich viel, viel mehr in dem Comic-Look gehalten als die neuen Monkey Island-Teile. Die Figuren sind eben noch weiterhin so gestaltet, wie sie nur in Comics oder in Zeichentrickfilmen dargestellt werden können. Guckt ja allein den Grimm selber an. Also, hätten sie das auf die Manier von Monkey Island gemacht, hätten sie wahrscheinlich versucht, den Kopf noch richtig Totenkopf ähnlich darzustellen und so weiter. Also das möchte ich nicht vergleichen. Ich stimme dir dazu, okay? Ich nehme meine Behauptung zurück. Es gibt einige gute 3D Point-and-Click-Adventures, aber das Genre hatte sein Highlight, seinen Höhepunkt im 2D. So, ja, und jetzt, weil er gesagt hat, später, und weil er immer so grimmig guckt, der kann immer lächeln ein bisschen, darf der gute Dave noch was dazu sagen. Das Phänomen, was wir jetzt hier beobachten können, ist ein sehr bekanntes, was jetzt zum Beispiel auch in Sachen Gothic und Piranha Bytes entstanden ist, denn es gab nämlich am Anfang unter der Führung, ich drifte jetzt mal ein bisschen auf ein anderes Spiel ab, unter Piranha Bytes andere Teile, die ersten Teile von Gothic 1 und 2 mit dem Add-on Die Nacht des Raben, die veröffentlicht worden sind, mit alter Engine, alter dazugehöriger Story, altem Studio. Neues Studio kommt, beziehungsweise wurde verkauft, es wurde ein anderes Konzept vorgestellt und auch umgesetzt. Die Technik hat sich geändert, das Storytelling ein wenig und die Leute sind auf die Barrikaden gegangen. Warum? Weil die Story, die damals entstanden ist, beziehungsweise die Magie oder sag ich mal die Art, wie diese alten Spiele gemacht worden sind, diese Leute auch angelockt haben, die heute immer noch für diese Spiele brennen. Und wenn etwas geändert wird, dann zieht das meistens keine guten Konsequenzen nach sich. Das kann man an den Bewertungen auch von Monkey Island sehen. Von dem neuen, die ersten und zweiten haben weitaus bessere Bewertungen erhalten als jetzt auch der dritte. Es ist ein Stilbruch, eine Änderung, die vielleicht bei den Leuten, die in diese Sache nicht reingewachsen sind oder das von Anfang an nicht mitbekommen haben, wahrscheinlich nicht so auffallen. Deswegen jetzt auch mein Kommentar, den ich dazu gegeben habe im Trailer, der für mich technisch besser aussah, sofort auch vom Metzel hier mit dem Baseballschläger auf dem Kopf, mag alles richtig sein, auf jeden Fall. Ich bin auch fest davon überzeugt, Leute, die damals mit Gothic 3 oder mit Arcania sogar angefangen haben und mir sagen, ja, aber grafisch sieht es viel besser aus. Es stimmt, ja, von der Story her, ich würde den Leuten auch einen über den Latz ballern, weil sie auch sagen, die treten die Story von Gothic in die Tonne, ist auch ein Unding. Aber das ist hier genau dasselbe Phänomen, von dem wir sprechen, dass alteingesessene Fans oder Anhänger dieses Spiels die Story und die Art, wie das Spiel damals vermarktet und produziert worden ist, gefeiert haben. Und das ist auch weiterhin so gewollt gewesen von der Spielerschar, was nicht umgesetzt worden ist oder beziehungsweise nicht gut genug umgesetzt worden ist. Wird aber meiner Meinung nach bei jedem Spiel, bei jeder Reihe, gehe ich jede Wette drauf ein, die das Studio oder das Prinzip ändern, wird das immer auf Gegenwehr treffen, das ist ganz normal. Daher als abschließendes Wort würde ich jetzt sagen, Neuanhänger werden vermutlich mit den alten Kamellen, wie ich sie jetzt formulieren möchte, halt wenig mit anzufangen wissen. Man muss sich offenlegen für diese Art von alter Spieletechnik. Ich bin für meinen Teil dafür sehr offen. Also Monkey Island 1 und 2 gucke ich mir sehr gerne an, spiele ich sehr gerne, werde ich vermutlich auch besser finden als die nachfolgenden Teile. Das wird auch bei den Spielern von den Gothic-Teilen so sein und auch viele andere Spiele, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und dahingehend, das ist halt für mich das Fazit, was ich noch einbringen möchte. Neues Studio, anderes Design, andere Funktion, Technik etc. Meistens negative Konsequenzen. Genau, und der Tonno wollte was sagen. Ja, wollte ich, aber ich lasse den Metzel den Vorrang. Da will ich gerade mal einschalten. Du hast so schön gesagt, Änderung, Konsequenz.
Beispiel Gothic. Gothic war beliebt und berühmt dafür durch Piranha Bytes. Eine riesige, offene Spielwelt. Du hattest keinen stracken Pfad, wo links und rechts irgendwelche unsichtbaren Mauern waren, wo du nicht hin konntest. Du hattest zig NPCs, mit denen du reden konntest. Das Ganze wurde bei Gothic 2 nochmal auf die Palme getrieben, nämlich mit noch mehr NPCs, mit noch größerem Areal. Gothic 3 kam dann das Problem, das Spiel war komplett unfertig. Das ist auch heute selbst mit den Community-Patches immer noch unfertig. So beschissen haben sie es gemacht. Dann haben sie gut funktionierende Systeme, Klassensysteme. Das, was das Spiel selber ausmacht, haben sie rausgenommen. Bei Arcadia, Grafik geil, Engine, sagt keiner was. Nur ist auch wieder kein Gothic. Die haben angefangen, wirklich ein Korridor-Leveling. Du hattest einfach nur stracke Korridore, wo du von A nach B gerannt bist. Das Open World war komplett weg. Und weil halt dann die Originalmacher wieder was Neues, mal wieder sowas machen wollten, aber Gothic nicht mehr denen gehört hat, haben sie dafür ja Risen kreiert, was ja quasi dann der wirklich offizielle Gothic-Nachfolger ist und halt so gemacht wurde, wie Gothic die nachfolgenden Teile sein sollten. Das kannst du aber auch auf andere Spiele übertragen. Halt einmal Monkey Island, kannst du sagen, nachdem 1, 2, 3 draußen war und neues Studio. Sie, Fiedel hat es erwähnt, Spiel 4, plötzlich kein Point-and-Click mehr, sondern Steuerung mit dem Controller. Das ist plötzlich kein Monkey Island mehr. Oder könnte man auch umlegen auf die Legend of Zelda-Reihe. Der zweite Teil, Adventure of Link. Es ist für sich ein gutes Spiel. Aber weil halt dickfett Zelda drüber steht, funktioniert es nicht in dieser Gesamtheit. Also wenn man was Neues ausprobieren möchte, dann bitte also jetzt nicht bei Zelda gesehen, sondern jetzt bei Monkey Island anderen. Wenn man was Neues ausprobieren möchte, meiner Ansicht nach, dann ruiniert man nicht das Altbekannte. Dafür ist heutzutage EA zuständig. Da sollten alle anderen mal die Finger von lassen. So, dann schauen wir jetzt gerade nochmal in den Chat rein. Das Fräulein Zuckerfee hat mittlerweile zugeschaltet. Grüß dich, Steffi. Schön, dass du auch einschaltest. So, und der Dave, dem wurde wieder ein Zehner versprochen dafür, dass er hier mitmacht. Das hätte er gern, der alte Redakteur. So, aber jetzt darf der Tonno noch seine Meinung kundtun. Ja, wie gesagt, Telltale im Monkey Island, Teil 4 ignoriere ich. es war einfach für mich, es war einfach nicht mehr das Monkey Island. Die Essenz, die für mich Monkey Island ausgemacht hat, war einfach in Teil 5 für mich nicht mehr da. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es an der ganzen Grafikumstilbruch lag, aber im Grunde hat David das gerade schon sehr schön gesagt. Das ist halt, ich bin mit den Monkey Island Teilen wirklich mit aufgewachsen. Und wenn du dich an etwas gewöhnst, dann ist es schwer, jemanden daran umzugewöhnen. Bei manchen Sachen funktioniert es auch ziemlich gut. Also ich bin ja auch, glaube ich, unter uns Vieren bei Games on Air, glaube ich, der Einzige, den man auch Grafikhure stimpfen darf. Das hatten wir, glaube ich, in einem Trash-Talk mal besprochen gehabt. Aber ich muss sagen, ich fand die Grafik in dieser 3D-Optik nicht schön. Das war sie einfach nicht. Sie war nicht schön. Sie war einfach, zu der Zeit war sie noch zu kantig. Es gab da zu der Zeit schon schönere Spiele in 3D. Es war 2009, also es ist nur 7 Jahre her. Also ich bitte dich, da gab es technisch schon eindeutig viel. Kalt und statisch haut der Fiedel gerade auch noch rein. Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon langsam zum Ende kommen sollten. Ich kann aber nur kurz anteasern. 60 Sekunden gehe ich davon mal aus, dass das 60 heißen soll. Aber wir machen noch 60 Stunden, egal, wir ziehen das voll durch hier. Ja genau, 60 Minuten sind wir drin, wir werden bis langsam zum Ende kommen. Ich möchte aber dazu noch sagen, wir haben ich habe vorhin das Datum offen gehabt. Ich meine, es war der 20. oder 21. November. Ich muss mal kurz hier den Kalender öffnen, weil mein Handy gerade der Akku leer ist. Der 21. November ist es. Am 21. November ist der nächste Trash Talk. Wir sind noch nicht sicher, was wir bringen werden. Momentan steht hoch auf der Liste, dass wir entweder den Dave loslassen, und damit meine ich wörtlich loslassen, denn wir werden über Batman reden. Da wird Dave nicht mehr zu halten sein, wenn wir dann die Rocksteady Games unter die Lupe nehmen. Oder aber, da ist dann wieder so meine Ecke, wir werden vielleicht über die Assassin's Creed-Teile ein bisschen quatschen. 1, 2, 3, Black Flag, Unity und Syndicate. Das sind so die Hauptsachen. Wir werden vielleicht auch auf die Side-Scroller-Games Chronicles eingehen. Da müssen wir mal schauen, wie die Zeit das sagt. Jedenfalls, die beiden sind offen. Wir müssen noch entscheiden, was es wird.
Aber das werdet ihr auch frühzeitig noch erfahren. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlichst erstmal bei Shelock, dass sie trotz ihres Geburtstages sich hier zu uns Verrückten eingelassen hat. Natürlich bedanke ich mich an The Dave, dass er auch die Zeit hatte, neben der ganzen Redakteursarbeit auch hier reinzukommen. Fiedel endlich mal wach und munter, das finde ich sehr schön. Das wie gestern, das wird nie wieder passieren, Fiedel. Hoffe ich zumindest. Und natürlich Metzel als Co-Moderator und als mittlerweile Dekoration. Auch ein herzliches Danke dazu. Und natürlich auch ein Danke an den Chat, dass ihr den Metzel beschäftigt habt, vor allen Dingen. Dem einige Sachen reingebracht hat. Ich sage nur so Woodchuck, Chuck, Chuck, Wood. Und all den ganzen anderen Kladderadatsch. Ich freue mich riesig, dass das Ganze ja eigentlich ziemlich gut läuft. Ich freue mich auf die nächste Folge, die wie gesagt am 21. ist. Ich schätze mal, spätestens morgen, übermorgen werden wir den Trash Talk archiviert wieder hier auf dem Kanal haben. Ich sage jetzt auf jeden Fall Tschüss, wir winken alle freundlich in die Kamera und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.